hat von einem tiefen Einschnitt und von tiefer Betroffenheit in Anbetracht dieser historischen Zäsur gesprochen. Herr Klaus Hiri ist heute Morgen hier, Hans Podewin, die als Präsident des Landesverbandes und Vorsitzende des Saarlouis Stadtverbandes der Werk- und Hüttenleute bestimmt ebenso fühlen. Als ehemaliger Bergmann hegt und pflegt der Klaus seit Jahrzehnten mit seinen Kameraden die Traditionen des Berg- und Hüttenwesens. Und nun müssen Sie und wir alle miterleben, dass ab dem 1. Juli der Kohleabbau im Saarland eingestellt wird. Viele von uns wissen noch nicht, was es bedeutet. Wir werden es aber noch spüren. Und ich hoffe und ich kämpfe auch mit dafür, dass der Abschied von der Kohle nicht dazu führt, dass wir unsere Geschichte, die unser Land und uns alle mitgeprägt hat, vergessen. Und weil das so ist und weil es so wichtig ist, und um ein entsprechendes Zeichen zu setzen und um die Traditionspflege der Berg- und Hüttenarbeitervereine zu unterstützen, sind wir als Stadt Mitglied im Förderverein zur Wahrung des Erbes des Bergbaus und der Bergleute an der Saar geworden. Ich wünsche allen, die sich der Traditions- und Geschichtspflege um den Bergbau, und ich ergänze, und um unsere Heimat, es sind viele hier anwesend, die das tun, denen allen wünsche ich ein herzliches Glück auf, weil es für unsere Gesellschaft eminent wichtig ist, dass sie ihre Arbeit fortsetzen. Und ich wünsche all den Bergleuten, die außerhalb des Saarlandes nun ihr Geld verdienen müssen, ein Glück auf, und denen, die im Saarland verbleiben, eine weiterhin gute Zusammenarbeit. Meine sehr geehrten Damen und Herren, so nahe liegt die Arbeit zwischen Sport, Kultur und unserer Tradition zusammen. Es wird weitergehen, es muss weitergehen. Und weil die Bedeutung von alledem so wichtig ist für die Stadt, haben wir im vergangenen Jahr zu einer Diskussion Quo Vadis Ehrenamt eingeladen. Mit mir meine ich das lokale Bündnis für Familie, das sich dort in diesem Bereich besonders aktiv einsetzt. Wir gingen bisher davon aus, dass die Vereine nicht mehr genügend Menschen haben, weil das Engagement zurückgeht. Dem ist aber nicht so. Es ist tatsächlich so, dass das bürgerliche Engagement zunimmt. Aber es hat sich etwas ganz gravierend geändert. Das ist die Art und Weise, wo und wie man sich engagiert. So will zum Beispiel fast niemand mehr in die Regularien und in die Vereinsstrukturen und sich den Vereinen und den Organisationen unterordnen. Nein, vielmehr ist es heute so, man organisiert sich in Projektarbeiten, man arbeitet in diesen Projektarbeiten gezielt auf ein Ziel hin, hat man das erreicht, ist das Engagement beendet. Insofern ist das ein Problem, ein weiteres Problem, weil ein anderes haben wir in der Art und Weise, dass wir aufgrund der demografischen Entwicklung natürlich den Nachwuchs nicht mehr haben, den wir eigentlich brauchen. Und weil das so ist, müssen wir uns mit diesen Veränderungen befassen, meine sehr verehrten Damen und Herren. Der Stadtrat und die Verwaltung tun dies auch. Wir haben zum Beispiel die Hoffnung und wir bauen darauf, dass ein Sportentwicklungsplan hier in Saarlouis, der Beschluss ist gefasst, uns dabei helfen wird, die Landschaft im Sport genau zu analysieren, um zu erfahren, wo es denn Notwendigkeiten der Zusammenarbeit gibt. Und ich kann Ihnen sagen, dass der Bürgermeister und ich mit einigen Vereinen in 14 Tagen, glaube ich, Klaus, Gespräche über zukünftige Fusionen im Vereinswesen diskutieren. Das ist auf allen Bereichen notwendig. Und wir untersuchen auch, meine sehr verehrten Damen und Herren, wie sieht es denn im Sozialbereich in der Stadt aus? Wir werden eine Sozialplanung angehen, an der alle gesellschaftlich relevanten Bevölkerungsteile mitarbeiten, so nennt man das heute, heißt also, sie alle werden dort einbezogen werden. Wir wollen wissen, wie es in den Stadtteilen aussieht, wo sind Entwicklungskonzepte, wie legen wir sie auf und was setzen wir in die Prioritäten um. Ein weiterer Punkt ist, die GBS hat einen Auftrag vergeben, Zukunftsdialog demografischer Wandel in Saarlouis. Hier analysieren wir und werden eine fachliche Grundlage erstellen für weitere Diskussionen, um einfach mal zu erfahren, was wollen denn die Menschen in unserer Stadt, was müssen wir zukünftig bieten.
Auswirkungen sind auf alle Bereiche, das wissen wir. Mit Hilfe all dieser gewonnenen Erkenntnisse wollen wir dann zusammen überlegen, wie kriegen wir das alles auf die Reihe. Und das alles praktiziert jetzt schon unser lokales Bündnis für Familien. Wir versuchen dort Stück für Stück die Bedeutung der Familie nochmal nach vorne zu bringen, die Vereinbarkeit von Schule und Beruf entsprechend so aufzubauen, dass die Menschen hier in Sölden bleiben. Und wir unterstützen das auf viele Art und Weise, damit auch ein menschliches Miteinander sich verbessert und das Miteinander der Generationen ebenfalls verbessert wird. Ich kann Ihnen hier an dieser Stelle alles nur bruchstückhaft erläutern. Ich möchte Ihnen aber nur zeigen, dass wir wissen, was wir wollen und dass wir die einzelnen Schritte auch bewusst gehen. Wir sind der Meinung, dass Sozialkompetenz und Teamfähigkeit für die Zukunft einer Gesellschaft mitentscheidend sein werden. Und deshalb, meine sehr verehrten Damen und Herren, sind es nicht nur Lippenbekenntnisse, wenn wir uns bei Ihnen bedanken, sondern es ist unsere Überzeugung, dass das für die Zukunft notwendig ist. Zusammengefasst sehe ich unser Gemeinwesen in Saarlouis auf einem guten Weg. Ich möchte Sie alle ermutigen und alle auffordern, lassen Sie nicht nach. Wenn es manchmal auch schwerfällt, wenn man keinen Kassierer findet, der Organisationsleiter nicht los, lassen Sie nicht nach, knüpfen Sie Netzwerke, arbeiten Sie weiter mit, das ist wichtig für die Stadt. Saarlouis ist eine bewegte Stadt, Saarlouis sind wir alle. Deshalb bitte ich Sie, weitermachen. Und nochmals Dankeschön für Ihre Aktivitäten. Saarlouis! Danke. Bewegt hat sich auch einiges im Bereich der Stadtplanung und Stadtentwicklung. Ich kann nicht auf alles eingehen, ich möchte Sie nur über das eine oder andere informieren. Im vergangenen Jahr haben wir an vielen Stellen in allen Stadtteilen, an Straßen, Schulen, historischen Anlagen und Gebäuden geplant, saniert und gebaut. Allein im Rahmen des Konjunkturpaketes haben wir 4 Millionen Euro investiert, 4 Millionen fristgerecht in Baumaßnahmen abgeschlossen und auch abgerechnet. Eine Meisterleistung des Teams im Rathaus, für das ich mich ganz herzlich bei meinen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern bedanke. Wir haben die Stadtgartenhalle energetisch saniert, das Dach ist neu gemacht worden. Der Eingangsbereich ist neu gemacht worden und in diesem Jahr, Herr Jungmann und Herr Willkomm von der HGS sind ja hier, die Basketballer sind auch hier, in diesem Jahr wird ein neuer Boden reinkommen und in diesem Jahr werden wir damit beginnen, Herr Heyer, auch die Zusatztribüne zu bauen, damit weiterhin in der Stadtgartenhalle hochwertiger Sport geboten werden kann, damit die Zuschauerinnen und Zuschauer sich wohlfühlen. Und damit dieses Gefühl, das schlimmer und stärker ist wie in einem Krimi, weiterhin in der Stadtgartenhalle bleibt. Das wollen wir auf den Weg bringen. Genauso wollen wir mit dem Bau unseres Theaters am Ring beginnen. Die Planungsgemeinschaften erarbeiten die Bauantragsunterlagen und wir gehen davon aus, dass das alles bis März fertig ist und dass dann mit dem Bau des Theaters am Ring begonnen wird. Auf dem Steinrausch und in Neuvorweiler bauen wir neue Kindertagesstätten, um nochmals das eben von mir vereinbarte Beruf und Familie besser unter einen Hut zu bringen. Und die GBS hat im Bereich der ehemaligen Molkerei die Entwicklung vorangetrieben. Und dort, meine sehr verehrten Damen und Herren, ist nicht nur